Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outlast. In der letzten Folge wurden uns die Finger abgeschnitten, die Kamera weggenommen, aber wir haben sie ja wieder. Und ja. Oh. Ja, jetzt müssen wir probieren hier rauszuflüchten. Wo soll ich denn jetzt rauskommen? Ja, ich versteck mich einfach mal hier. Okay, wir haben uns gut vorbeigeschlichen, finde ich. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir das so gut schaffen. Ich dachte, der findet uns jetzt erstmal und verfolgt uns hier ewig, aber naja. Ging doch relativ schnell. Okay, da bin ich gerade rein und es hat gerade gespeichert, also muss ich hier irgendwo landen. Nein. Nein, Sackgasse. Bitte komm nicht hierher. Sehen wir nicht, okay. Hä? Was ist denn hier los? Okay. Ich spiele das Spiel auch zum allerersten Mal jetzt mit Headset. Oh Mann. Ja, also. Mit Headset, weil. Hat einfach eine bessere Soundqualität, finde ich. Und scheiße, jetzt wird man erwischt. Nein! Verdammt! Wir sind doch erst letzte Folge dreimal gestorben. Wie deprimierend ist das denn? Aber es hat ja auch was Positives. Unsere Batterie ist wieder voll. Nein. Nein, 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 nein. Boah. Alter, wie macht er das? Nein. Okay. Ich hab's echt nicht drauf. Verdammt, wie soll ich denn das sonst machen? Vielleicht muss ich ja auch erstmal hier lang. Dass ich von hier hinten. Ne, von hier kam ich ja. Boah. Hä? Warum kann ich nicht hier laden? Ups. Jene Batterie. Da haben wir ja schon mal ein was Positives. Diesen Aufzug ist zum Schlüssel notwendig.
Nein. Nein. Gut. Okay. Jetzt. Nein. Anscheinend muss ich hier lang. Merkt ihr nicht, wie mein Herz klopft? Das ist echt heftig. Alter, ich glaube, ich hab's geschafft. Außer ich habe jetzt mittendrin einen Schlüssel vergessen. Also, dass ich jetzt schon zu weit gegangen bin. Das würde ich echt scheiße finden. Aber es sieht nicht so aus. Ich habe Angst, rauszugehen. Na, egal. Da ist der Schlüssel. Oh nein. Nein, wo komme ich jetzt wieder raus? Nein. Doch? Nein. Doch. Nein. Ich esse die Entscheidung, ob ich nein oder doch. Nein. Nein, warum ist da zu? Mann. Das ist doch schrecklich. Okay. Nein, Alter. Alter, warum springt er denn da nicht durch? Okay, jetzt habe ich da schon mal wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Und hier bin ich endlich im Aufzug. Boah, ist das geil. Nein, nein. Nein. Alter, verpiss dich. Geil. Wenigstens ist das schon mal geschafft. Und nun? Ah. Okay. Boah, das Spiel, ey. Vielleicht krieg ich eine Notiz, wenn ich ihn anguck. Mmh. Ja, ich krieg eine Notiz wegen seinem Hintern. Ups. Die Herstellung von Trägersaft. Schritt 1. Drücken. Das war echt, ja, eine sehr, sehr sinnvolle Notiz. Die hat mir echt sehr weitergeholfen. Also, muss ich echt sagen. Und ich drücke irgendwie immer die falsche Taste. Weil, wenn ich Minecraft zocke, dann muss ich F drücken, um zu rennen. Hier ist das Licht.
Und bei Minecraft, dann bin ich auf der Taste, wo man, also auf Shift, schleiche ich da. Und hier bei Outlast renne ich. Das ist auch eine komische Kombi. Deswegen mache ich manchmal aus Versehen das Licht an, anstatt zu rennen. Das ist dann echt ein bisschen scheiße. Komm, geh mal zu. Muss ja nicht unnötig offen. Oh, schon wieder offen sein. Eine Batterie für mich. Schrank, hast du eine Batterie für mich? Nein. Das Telefon macht tut tut. Wie so ziemlich jedes hier. Da kam ich doch her. Ach, da ist die Tür. Hab die schon nicht mehr gefunden, ey. Okay. Speichert. Hä? Da ist Vater mal. Was will der hier? Findet draußen. Na toll, und warum? Warum kann ich nicht einfach hier die Bretter abmachen? Wie komme ich jetzt hier raus? Hier war ich gerade eben. Ja, muss ich natürlich so einen scheiß Umweg gehen. Am besten ist hinter der Tür noch irgendjemand. Ja klar, wieder eine Leiche. Aber auch ein Dokument. Endlich mal wieder eins. Von Erdwege Möckhoff. Bla bla. Betreff Annapurna Angestelltennummer 531.920. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531.920. David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Traeger, Murkoff R&D. Ja, cool. War das jetzt alles, was hier in dem Raum? Nein. Was ist hier noch? Was ist da? Ach, da ist nur eine Batterie. Das ist aber schön. Hier geht's nicht weiter. Und hier ist alles so dunkel. Toll. Ach so, hier ist wieder ein Tisch, wo ich hoch kann. Ja, hier sind ja auch Blutspuren. Ich soll ja dem Blut folgen. Hier brennt's. Aber was wir mit dem Feuer machen, sehen wir in der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Teilt das Video, wenn ihr wollt, oder? Ach, macht einfach irgendwas. Kritik oder so. Alles gern gesehen. Naja, ciao, Leute. Ich warte.
in no hurry. No? Alright. Nose to the grindstone, I like that. Okay then. Right this way.